Hallo, ihr wunderbaren Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Februar 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. In euren Beziehungen und Flirts wird es euch diesen Monat garantiert nicht langweilig, denn Powerplanet Mars geht durch euer Partnerhaus und wird für einige Aufregung sorgen. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, könnt ihr natürlich gerne eine persönliche Beratung bei mir buchen. Ihr findet mich über meine Homepage oder ihr ruft einfach auf meinem Kundentelefon an. Und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In der Verlosung gibt es diesmal eins meiner Jahreshoroskopbücher zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran! Alles über euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im Februar wirkt, habe ich im ersten Teil des Jahreshoroskops ausführlich beschrieben. Da könnt ihr nochmal reinschauen und das könnt ihr natürlich auch im Buch nachschlagen. Da bin ich auch darauf eingegangen, welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Bei den langsam laufenden Planeten ändert sich da kaum etwas. Für euch sind im Februar vor allem Venus und Mars sehr wichtig. Der Mars fordert bis zum 12. Februar die Geborenen der ersten Dekade heraus, danach bis zum Monatsende die zweite Dekade. Die Venus bildet einen sehr schönen Harmonieaspekt zur Zwillingesonne zu Beginn des Monats, noch für die letzten Tage der zweiten Dekade und dann vom 3. bis 11. Februar für die dritte Dekade eures Zeichens. Das ist ideal, falls ihr in der ersten Monatshälfte auf Reisen seid, vielleicht zum Wintersport, vielleicht ein Städtetrip, da könnt ihr der Liebe begegnen. Auch die Sonne und euer Herrscherplanet Merkur stehen im Wassermann und aktivieren euer neuntes Haus der Reisen und der Fortbildung. Das heißt, auch alle Zwillinge, die jetzt beruflich unterwegs sind, haben sehr gute Tendenzen. Zwei Top-Tage für euch sind der 4. und der 5. Februar, ist ein Sonntag und ein Montag. Da arbeiten Verstand und Gefühl miteinander zusammen. Das ist eine gute Gelegenheit für Liebesgeflüster, aber auch für ernsthafte Gespräche mit eurem Schatz über gemeinsame Pläne. Auch der Samstag, der 10. Februar, ist ein Top-Tag für euch, besonders für die dritte Dekade. Das ist super, um unter Leute zu gehen und interessante Begegnungen zu erleben. Wenn euch ein befreundeter Wassermann einlädt, geht also unbedingt hin. Ab dem 11. Februar geht dann die Venus ins Zeichen Fische und in einen Spannungsaspekt zu eurer Sonne, aber sie steht dann in eurem 10. Haus der Karriere. Das heißt, ihr seid populär und könnt euch gut ins rechte Licht setzen. Und das gilt bis zum 19. Februar für die erste Dekade, danach bis zum 27. Februar für die zweite Dekade und anschließend dann für die dritte Dekade bis zum 7. März. Das Problem ist nur, dass der Mars ab Mitte des Monats eine Spannung dazu bildet und der steht ja bei euch im Partnerhaus. Das kann bedeuten, dass ihr hin und her gerissen seid zwischen Lust und Liebe und Flirt einerseits und eurem Wunsch, beruflich voranzukommen, andererseits. Etwas gefährlich wird es, wenn ihr mit Leuten flirtet oder anbandelt, mit denen ihr auch geschäftlich zu tun habt. Die Energie ist sehr verführerisch, aber es liegt auch viel Täuschung und Enttäuschung in der Luft. Ich würde euch raten, mit allen Techtelmechteln, die euer berufliches Fortkommen betreffen könnten, sehr vorsichtig zu sein. Wenn es da wirklich funken sollte, müsst ihr ja nicht sofort aktiv werden. Wenn echte Liebesgefühle im Spiel sind, solltet ihr euch Zeit nehmen und im Februar lieber nichts überstürzen. Der Neumond am 15. Februar kann euch dabei helfen. Er steht sehr inspirierend für euch. Für die Neumond-Meditation würde sich anbieten, dass ihr über eure Pläne nachdenkt. Was möchtet ihr dieses Jahr dazulernen? Wo wollt ihr gerne hinreisen? Wie verträgt sich eure momentane Liebessituation mit eurer persönlichen Lebensphilosophie? Bittet um Eingebungen und ihr werdet welche bekommen. Ihr könnt ganz überraschende Lösungen für aktuelle Probleme finden, an die ihr noch gar nicht gedacht hattet. Am 18. Februar wechseln zuerst der Merkur und dann die Sonne ins Zeichen Fische und damit dann auch in euer 10. Sonnenhaus der Karriere und ihr könnt beruflich gute Fortschritte machen. Am 19. Februar ist ein Top-Tag, vor allem für Solo-Zwillinge, einfach toll zum Flirten. Aber auch Festliierte können diese Energie nutzen, um sich charmant und mitreißend darzustellen und sich für ein berufliches Projekt zu empfehlen. Bis zum Monatsende habt ihr dann 5 Planeten hier in Spannung zur Zwillingesonne stehen und dazu noch den Mars in eurem Partnerhaus. Das kann natürlich auch zu dem einen oder anderen Konflikt in der Partnerschaft führen und ihr müsst halt auch aufpassen, haltet euch lieber mit Flirts in der Chefetage zurück
Und fragt bei allen Vereinbarungen und Anforderungen, die auf euch zukommen, lieber zweimal nach. Denn euer Vorgesetzter sendet jetzt unklare Signale. Es kann auch sein, dass ihr einfach Stress habt, weil ihr so viele berufliche Möglichkeiten habt oder auch, weil so viele Anforderungen an euch gestellt werden. Und dann ergeben sich auch noch spannende Flirts mit knackigen Verehrern. Bei so vielen Optionen müsst ihr euch wohl eure Zeit gut einteilen. Dann könnt ihr es auch genießen. Das waren eure Konstellationen im Februar. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder ruft auf meinem Kundentelefon an. Dann könnt ihr eure Wunschberatung bei mir buchen. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit meiner Webinarreihe Antonias Sterne geht es dann im März wieder weiter. Der nächste Termin ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Ausgabe meines Jahreshoroskops als Buch gewinnen. Mit eurem Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und allen wichtigen Daten und Zahlen des Jahres bis Dezember. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch das Buch kauft, denn dann habt ihr nicht nur ein schönes Buch mit den Tendenzen für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir einfach einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch für euren Erlebnishintergrund auch nochmal Teil 1 eures Jahreshoroskops als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.